Willkommen zum Ratgeberrecht, liebe Zuschauer. Unser Thema lautet heute Mobbing am Arbeitsplatz. Und dazu darf ich den Fachanwalt für Arbeitsrecht begrüßen. Willkommen, Dr. Jochen Suess aus Würzburg. Hallo. Wenn Sie uns erstmal berichten, Herr Dr. Suess, wie viele Fälle von Mobbing kommen Ihnen derzeit in die Kanzlei? Es ist schwer zu sagen, wie viele das genau sind. Aktuell habe ich 5 Fälle. Es ist allerdings festzustellen, dass die Fälle sich extrem häufen. Das mag damit zusammenhängen, dass es gesamtwirtschaftlich wieder besser geht und deshalb die Leute sich auch eher trauen, mal eine belastete Arbeitsplatzsituation dann auch zu thematisieren. Was verstehen denn eigentlich die Juristen genau unter Mobbing? Mobbing bedeutet das systematische Anfeinden, Schikanieren oder Diskriminieren zwischen Arbeitnehmern oder durch Vorgesetzte. Es ist immer entscheidend, ob das Gesamtverhalten als einheitliche Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts des gemobbten Arbeitnehmers anzusehen ist. Genau, es gibt natürlich jederzeit einmal Meinungsverschiedenheiten zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Wann spricht man denn genau von Mobbing? Allgemeine Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Qualität von Arbeitsergebnissen oder des Inhalts von Weisungen sind noch nicht als Mobbing zu qualifizieren, selbst wenn sie vielleicht im Einzelfall auch mal das Maß des Üblichen eben überschreiten oder zu einem unsachlichen Ton eben führen. Es ist immer entscheidend, dass im Arbeitsleben das sozial Übliche eben überschritten wird. Das klingt jetzt noch ein bisschen unbestimmt, ein bisschen schwammig. Kann man das noch genauer fassen? Kann man leider nicht. Das ist eben auch das große Problem, in der Praxis betroffenen Arbeitnehmern zu helfen. Wenn man eine belastete Arbeitsplatzsituation in ihre Einzelteile zerlegt, dann verbleiben oft viele einzelne kleine Vorfälle, die für sich genommen gar nicht so schlimm anmuten oder vielleicht auch rechtfertigbar erscheinen oder Ähnliches. Deshalb ist ein Nachweis sehr, sehr schwer möglich in der Praxis. Was empfehlen Sie denn den Betroffenen? Es sind ja meistens Frauen, die zu Ihnen kommen. Wie können die sich wehren? Betroffene sollten unbedingt ein sogenanntes Mobbing-Tagebuch führen. Das bedeutet, man schreibt sich ganz genau auf, was wann wo passiert ist. Es sollten auch die Zeugen vermerkt werden und Beweisunterlagen gesichert werden. Und welche rechtliche Handhabe habe ich dann letztendlich als Betroffener? Als Betroffener habe ich grundsätzlich nur einen Schadensersatzanspruch, der sich dann auf die Zahlung von Schmerzensgeld richtet. Und in welcher Höhe kann das liegen? Das bestimmt das jeweils befasste Arbeitsgericht im eigenen Ermessen. In der Vergangenheit war in der Regel Schmerzensgeld in Höhe von 5.000 Euro bis 25.000 Euro zu zahlen. Es kommt dann immer darauf an, ob eben mit der Mobbing-Situation auch eine gesundheitliche Beeinträchtigung des betroffenen Arbeitnehmers verbunden ist. Das kann ja unter Umständen sehr belastend sein und sehr lang andauern. Habe ich denn das Recht, auch den Vorgesetzten anzugehen in diesem Zusammenhang? Da sagt das Bundesarbeitsgericht, ich habe keine Handhabe direkt gegen den Vorgesetzten. Das heißt, ich kann beispielsweise den Arbeitgeber nicht zwingen, meinen Vorgesetzten zu entlassen. Das steht dem Arbeitgeber zwar frei, aber es gibt jetzt keinen Anspruch des gemobbten Arbeitnehmers, wie er den Arbeitgeber zwingen könnte, den Mobbenden zu entlassen. Wie sieht es denn aus? Kann ich unter Umständen Anspruch anmelden, dass der Arbeitsplatz, dass ich mich versetzen lassen kann? Auch das, sagt das Bundesarbeitsgericht, ist grundsätzlich nicht möglich. Das heißt, im Grunde habe ich tatsächlich nur diesen Schmerzensgeldanspruch. Also nicht besonders aussichtsreiche Karten für die Mobbingfälle. Wie helfen Sie den Menschen konkret in Ihrer Kanzlei? Man kann versuchen, über den Betriebsrat einiges zu erreichen. Im Grunde geht es immer um die Frage, macht es überhaupt noch Sinn, den Arbeitsplatz zu erhalten, oder muss man eben versuchen, die Arbeitsplatzsituation dadurch aufzulösen, dass halt ein Ausscheiden, zu welchen Bedingungen auch immer, die dem Arbeitnehmer dann helfen, eben herbeigeführt werden kann. Vielen Dank für die Informationen, Herr Dr. Jochen Suess, zum Thema Mobbing am Arbeitsplatz. Gerne. Dankeschön.